ich bin zu Hause angekommen. Ich habe mir erstmal, ich weiß, wie ungesund das ist. Man soll ja während der Chemotherapie auch keinen Zucker, aber ich habe Mutti sozusagen gleich mit reingezogen. Unser Lieblingscornflakes. Aber wenn wir durch damit sind, dann kommen die wieder in die Verdammnis und dann verzichten wir wieder irgendwie ein Jahr drauf. Und jetzt mache ich ein All-Time-Favorite von mir, und zwar Ninjokchi. Ninjoki. Mit, wie sagt man das so? Mit so Pilzen, Tomaten und Zucchini, genau, ihr seht einfach gleich. Upsi. So, Ninjoki. Knoblauch. Eine Zwiebel. Tomaten. Eine Zucchini. Ist mir leider schon durchgebrochen. Pilze. Und dabei ist eigentlich egal welche. Ich habe nur gerade Champignons bekommen. Etwas Olivenöl zum Anbraten der Ninjokis. Die Ninjokis so 3 bis 5 Minuten extra nochmal anbraten. Und dann, wenn die durchgebraten sind, beiseite tun, also wieder in den Kochtopf zurück. Und dann das Gemüse. Also ich habe jetzt einfach alle Sachen so ein bisschen so zusammengemischt. Und dann am Ende die Pilze. Das Gemüse anbraten. Außer die Champignons. Die Ninjokis habe ich zur Seite gepackt und die kommen dann nachher hier mit rein. Und nach der Hälfte kommen dann die Pilze mit rein. Und wenn das jetzt alles durch ist, dann kommt noch ein kleiner Schuss Sojaöl mit rein. Und jetzt die Soße über die Ninjokis. Parmesan, bitte klein machen. Ich habe morgen erst bei 5 Uhr auf. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Guten Appetit, ihr Gauner. Leute, weil das ja immer wieder irgendwie schief gegangen ist mit dieser Nummer mit den Paketen, haben wir das jetzt mal so ein bisschen anders gemacht, und ich glaube, irgendwer von euch hatte mir das schon mal in die Kommentare geschrieben, dass ich einfach mich bei so einer Packstation anmelden soll. Und dasselbe hat mir mein Vater auch gesagt, der hat sich jetzt auch drum gekümmert. An der Stelle nochmal vielen Dank, Fadi, dass das möglich ist, so dass ich da so Pakete hinbekomme. Das muss man nämlich irgendwie alles bei der Post anmelden und registrieren. Und ihr kennt mich ja, ich habe da meistens verhältnismäßig wenig Nerven für. Aber um das sozusagen finally zu verifizieren, dass das auch wirklich alles funktioniert, haben wir das jetzt so gemacht, dass zum einen dieser Registriervorgang abgeschlossen wurde. Das hat mein Papa alles gemacht, weil ich jetzt wahrscheinlich wieder verdaddelt. Und zum anderen haben wir jetzt so ein Testpaket hingeschickt, um zu gucken, wie das alles funktioniert. Und jetzt habe ich eine Meldung von der Post bekommen, dass ich da hinfahren soll und dass in der Packstation ein Paket für mich bereit liegt. Nur ist das jetzt allerdings auch schon wieder 2 Tage her, weil ich ja in Barcelona war und so. Und wir fahren jetzt gerade in diesem Augenblick dahin, um zu checken, ob das funktioniert. Und wenn das denn alles gut ist, dann schreibe ich euch die Nummer, oder was schreibt man da rein? Die Adresse. Die Adresse von der Packstation in die Beschreibung, und dann können wir uns wild gegenseitig Pakete hin und her schicken. So, hier meine Karte. Na, Mensch. Sauber, hat funktioniert. Hm. Ist das auch das Paket, was du mir geschickt hast? Ja. Ja, wie ihr gesehen habt, hat alles wunderbar funktioniert. Paket ist angekommen, der Selbsttest war gut. Und jetzt, du hattest mir schon per WhatsApp geschrieben, was die Adresse ist, ne? Ja. Also wo man hinschicken muss.
Dann schreibe ich euch das jetzt in die Beschreibung mit rein und dann können wir uns endlich Pakete schicken. So, ist jetzt 6.30 Uhr. Jetzt habe ich so anderthalb Stunden schon an meinem Bachelor geschrieben, habe so ein bisschen mit der Struktur und so weiter angefangen und mir so ein bisschen so Literatur rausgesucht, die ich dafür irgendwie gut verwenden kann. Und jetzt muss ich mir irgendwie gucken, wie ich da so einen dementsprechenden Workflow finde, ohne dass ich irgendwie verrückt werde und dass ich möglichst lange dran arbeiten kann, damit ich das Thema irgendwie schnell durchkriege. Aber ich glaube, ich werde das jetzt mal so machen, dass ich morgens jetzt so wie heute, das hat mir irgendwie ganz cool getan, so anderthalb Stunden schon mal irgendwie gleich was schreibe, wenn ich wach werde. Dann eine halbe Stunde Pause mache irgendwie, also so wie jetzt, dass ich mich wieder ins Bett kuschel und so eine Sachen. Und dann werde ich danach nochmal so ein bisschen drüber gucken. Also jetzt, so mein jetziger Gedankengang, werde ich danach nochmal so ein bisschen drüber gucken, was ich da geschrieben habe. Dann mache ich ein kleines Frühstück. Und geh die Sachen einkaufen, die ich fürs Mittagessen brauche. Und dann mache ich das, glaube ich, in so einem Wechsel, dass ich immer so zwei Stunden schreibe und eine halbe Stunde Pause mache, mich dann wieder zwei Stunden ransetze, eine halbe Stunde Pause mache, dann vielleicht mal mit dem Hund gehe oder sowas. Aber dann muss ich gucken, was für mich am besten irgendwie funktioniert. Aber ich muss sagen, wenn man sich da so ein bisschen mit weniger Stress ransetzt, dann funktioniert das ein ganzes Stück besser. Aber im Laufe des Tages werde ich euch da wahrscheinlich mehr irgendwie zu erzählen können und im Laufe der Woche noch mehr irgendwie, wie das sich für mich als besonders sinnvoll so ergeben hat, irgendwie ohne dass man sich dabei so ein bisschen verrückt macht. Übrigens, dass ich auch immer zu meiner Zeit irgendwie denn so dran erinnert werde, stelle ich mir jetzt erstmal ein Timer auf der Apple Watch, also immer 30 Minuten Pause, 2 Stunden ackern. 30 Minuten Pause, 2 Stunden ackern. Halbe Stunde ist um, ehrlich gesagt auch ein bisschen länger. Und jetzt werde ich mal schnell zum Supermarkt gehen. Ich werde eine Kleinigkeit fürs Frühstück besorgen, für Schrippen und sowas. Und fürs Mittagessen einkaufen, wobei das auch nicht so super viel ist. Denn ich war ja gestern schon eine Kleinigkeit holen und das, was ich heute koche, ist sozusagen aufbauend darauf. Was ich noch ganz vergessen hatte zu erzählen, ich habe mich schon ewig mit einer Freundin nicht getroffen, nämlich der Jana. Und mit der treffe ich mich heute noch, also zwischen meinem Bachelor, für ein halbes Stündchen auf dem Kaffee oder auf dem Tee. We will see. Yo, wieder zu Hause angekommen. Und jetzt geht's weiter. Zwei Stunden lang. Dann machen wir wieder ein kleines bisschen Pause.